Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Montagabend am Dalle, das fränkisch-bayerische Duell Würzburg gegen 1860. Aber alle Augen waren gerichtet auf ihn hier, den 19-jährigen Debütanten Vincent Carsten Maria Müller. Drittliga-Debüt für den vom 1. FC Köln ausgebildeten Schlussmann. Verstappen auf die Bank, mutig von Trainer Michael Schiele. Gehen wir rein in die Partie. 15. Spielminute, es gibt die erste Chance für die Löwen. Benjamin Kindsvater lässt Hermann aussteigen und trifft dann den Pfosten. Glück für den Debütanten, zweimal sogar der Nachschuss ans Außennetz. Das hätte schon das 1:0 für den Gast, für die Löwen sein können. Vielleicht hat er den da auch noch leicht touchiert. 9 Minuten später. Kickers kamen langsam besser in die Partie und wurden gefährlich. Über die linke Seite, schöne Flanke auf den Kopf von Dave Gnase. 1:0 für die Würzburger Kickers. Zweites Saisontor von Gnase. Tolle Vorlage von Robert Herrmann und da konnte Bohnmann gar nichts machen. Die Führung für die Kickers zur Halbzeit verdient. Birovka angefressen, setzt es die 9. Auswärtsniederlage in den vergangenen 10 Auswärtsspielen. Schauen wir mal. Zweite Hälfte. München wollte natürlich alles anders machen. Bissiger in den Zweikämpfen. Klasse von Wiltsch auf der rechten Seite. Gepa trifft den Ball nicht, aber da ist ja der Mölders, der Ausgleich. 90 Sekunden nach Wiederanpfiff. Klasse hier von Marius Wiltsch. Bärenstark über rechts. Gott sei Dank kommt Gebhardt nicht ganz dran und Mölders machte sein zweites Saisontor. Müller erstmals geschlagen. Nach dem Tor wurde 60 besser. Würzburg musste sich mal schütteln. Tat das auch. 62. Minute. Der lange Ball von Rhein. Was macht Klaassen da? Kaufmann nutzt das. 2:1. Aber was für ein Fehler. Dieser lange Ball, den muss er besser klären, der Klaassen. Zu kurz auf Bohnmann. Kaufmann spritzt da rein und bringt Würzburg wieder in Führung. Was für ein Jubel danach, klären wir später noch. 60 kam nochmal, wollte unbedingt den Ausgleich. Der starke Wiltsch auf den Kopf von Sascha Mölders und dann eine klasse Parade vom Debütanten Vincent Müller. Schauen Sie sich das mal an. Fliegt der 19-Jährige und rettet Würzburg den Sieg. Das ist die eine Geschichte. Und die andere klärt Sascha Bandermann. Das Tor heute, das goldene Tor. Aber was war denn hinten raus, diese Jubelszene? Haben Sie gerade einen Führerschein gemacht oder was war diese Autofahrernummer? Oh, da kann ich jetzt nicht so öffentlich drüber reden. Meine. Was? Doch jetzt, wir sind ganz unter uns. Nur wir zwei reden ja. Das kann ich wirklich machen, das ist ein Insider. Ich sage nur eins, ich hoffe, dass ich meinen Führerschein behalte und wollte noch mal eine Runde Auto fahren. Ja, wir haben uns selber geschlagen. Also wenn man das 2:1 sieht, ist ein junger Kerl, muss einmal damit lernen oder damit leben jetzt. Hat. Sie meinen die Kopfballrückgabe von Klaassen? Ja, klar. Ja, das ist ja normal keine Torschuss. Und wir waren in der zweiten Halbzeit ganz klar die spielbestimmende Mannschaft. Genau in der Phase kriegen wir das 2:1 und hinten raus haben wir noch riesen Torschossen, wo wir den Ball einfach nicht über die Linie kriegen. Also von dem her haben wir uns selber geschlagen heute. Birovka war bedient, die Kickers konnten feiern. 2:1 Sieg, das fränkisch-bayerische Duell ging an die Würzburger. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.